Dextro Redline im WZ111 5A. Bin ich mal gespannt, ja. Also, ich kenn's auch nicht. Kannst du machen. Schauen wir es uns mal an. WZ5A im 8er Matchup. Das ist natürlich ein Traum. So, jetzt machen wir noch einmal. Ach, lassen wir das so mit dem Sound. Das ist eigentlich Motorsound nicht so wichtig. Lucky, gute Nacht, haust rein. Also, schauen wir es uns an. Ich werde es mal ein bisschen kommentieren. Ist natürlich ein Traum-Setup gegen 8er. Gegner Heavy, der FV215B ist natürlich auch nicht der stärkste, nicht so. Ja, es ist einer der schlechtesten Heavys, würde ich sogar behaupten. Dann noch eine 10er Arti, also im Prinzip gibt es nur zwei 10er Panzer, ne? Natürlich schon mal ein schönes Setup, also außer die Arti. Hallo YouTube, mal gucken, ob es YouTube Worthy ist. Ja, da steht auch schon der FV, komplett. In die Mitte geaimt wahrscheinlich. Der will auf die Medium snipen. Sehr schöner Schuss auf jeden Fall. Jetzt muss der FV sich auch mal drehen. Geht da auf. Ja, gut, durch die Ecke. Oh. Da hat er sich wahrscheinlich ein bisschen erschreckt, aber Glück gehabt, der E3 ist gebounced. Schießt auch nur AP und keinen Premium APCR. Und er hat ihn sogar gespottet da durch die Büsche. Aber das ist eine richtig, richtig eklige Position da mit einem TD. Da stand schon mal bei mir im Gegnerteam, hatte ich da meine Tortoise stehen. Die hat sich da richtig, richtig satt gefressen. Und das hat er jetzt auch gut erkannt. Da, wo der E3 steht, da ist kein Durchkommen. Es macht keinen Sinn. Nicht gut. Das kann er zurückfahren. Der E3 kann da immer unspotted schießen und geht erst nach dem Spot auf. Nach dem Schuss auf. Hat jetzt aber auf Heat umgeladen. So. Das wird noch interessant. Ich bin echt mal gespannt, was das wird. Erstmal ein bisschen klassischen Sidescrape hier. Besser als in den E3 reinzufahren, auf jeden Fall. Ah, der steht natürlich. Ah, die bieten sich natürlich an hier. Das ist, na, da muss er natürlich sich nur entscheiden, wen er nimmt. Der eine steht seitlich. Das ist natürlich auch. Ja, kann man so machen, aber ich meine, vom Gegner muss man nicht so machen, ne? Kriegt auch noch extrem viel Spot. Seine Arti hat jetzt ja drei Ziele auf einmal beschossen. Das ist natürlich nice. Alle drei gestunt und ordentlich Spot für eine Stadtkarte jetzt schon. Kann man abdrücken. Ich meine, der hat so viel Pen, dass meistens geht es irgendwie durch den Turm durch. Sie haben so eine Art Backward-Sidescrape. Scheint zu funktionieren. Schön auf die Coppola gesniped und auch mit einem High Roll belohnt. 571. Dann bedankt er sich der VK. Durch den Turm. Ja, das geht auf jeden Fall. Kann man machen. Schade, der war ein bisschen zu spät abgedrückt. Er hat sich gerade mit seiner Coppola davon bewegt. Ah, der Phase, der scheint nicht irgendwie nicht sehr gut zu sein. Ach, der ist getrackt sogar. Schade, ein bisschen zu weit links. Da hat es leider nicht gereicht. Das war ein bisschen unlucky. Schade. Das ist das RNG, da machst du nichts. Das war gut geaimt, aber RNG sagt nein. Auch wieder. Ach, ist das ärgerlich. T95, aber Stock T95. Ja, diese zwei Phasespieler, die sind auch ganz schön mutig, sage ich mal. Jetzt aber. Das wusste ich, dass er trifft. Der war schön geaimt. So, 2 zu 4 inzwischen. HP-technisch ist noch alles drin. Jetzt 3 zu 4 wieder fast ausgeglichen. Diese beiden Phase. Spieler scheinen mir nicht die besten Spieler zu sein. Sind zwar ein Platoon. Haben es aber noch nicht so gemerkt, dass sie auch einen Weakspot haben und dass er auch nicht, wenn die sich nicht bewegen, dann ist der schon treffbar, ne? 3 zu 5 inzwischen wieder. Immer noch HP relativ ausgeglichen, aber Map Control ist geschrumpft auf ungefähr 30%. Gegner hat komplett das Feld eingenommen. Aber noch ist nichts verloren. Jetzt müssen wir nur gucken. Werden die da reinpushen oder nicht? Ja, sieht so aus. Wenn die Su schon sehr aggressiv reinfährt, dann fahren die anderen auch sehr aggressiv rein. Da bin ich sicher. Ist natürlich gefundenes Fressen. Hey, obacht dich, Servus. Ja, wenn die Su schon reinfährt, das heißt, meistens kommen die anderen auch. Aber jetzt muss er sich mal wieder umdrehen. Der VK ist halt alleine da an der Straße. Das geht dann nochmal auf. Wahrscheinlich vom Udes.
Ohne danke für ein Follow. Macht er dieses Mal den RNG-Snipeshot? Jawohl. 485 schön in die Cupola gesniped. Damit der erstmal wieder ein bisschen zurückgedrängt wird. Aber sieht gar nicht mal so gut aus. Sieht gar nicht mal so gut aus für sein Team. Arti ist jetzt auch auf ihm drauf. 500 HP fast verloren. Das schmerzt. Sein erstes Mal, dass er überhaupt HP verliert. Dann die Frage, ob er jetzt irgendwas flankieren kann. Immer noch 4 zu 7. Schaut er. Ja, es ist ihm noch nicht so. Er ist sich noch nicht so sicher. Er versucht jetzt wahrscheinlich den TN rauszunehmen. Das war ein Snapshot, der leider nicht gepennt hat. Er hat zwar getroffen, aber. Ja, riskanter Snapshot. Der E3 guckt. Die Arti stand in E3, was gut ist. Jetzt 4 zu 9. Jetzt wird es langsam knapp. Zwei Leute auf dem Cap. Aber ich denke nicht, dass die da cappen können. Er sitzt jetzt auch ein bisschen so in der Falle. Ne? Er ist jetzt hier fast alleine mit dem AE-Phase. Mann, der Phase, der spielt aber noch relativ gut, muss ich sagen, bisher. 5 zu 9. Immer noch im Rückstand. Jetzt wieder 5 zu 10. Finde es schon wieder interessant, dass das Gegnerteam auch jetzt wieder bei dem Spielstand cappen muss. Finde ich halt ein absolutes No-Go, aber okay. Dann sollen sie mal machen. Vielleicht ist es besser, dass sie es durchcappen, weil hinterher gewinnt er das jetzt ja noch. Könnte ja sein, dass das Replay ja gut ist. So, aha, der hat geschlafen. Ach, schade. Aber wieder nicht das größte Luck. Aber der AE-Phase hat irgendeinen Plan oder was? Der fährt ganz schön mutig da rein, der AE-Phase. Aber es scheint mir irgendwie nur der einzige Spieler zu sein, der hier ein bisschen noch außer unser Dextro Redline, der sonst hat hier irgendwie Phase macht den Kill. So, jetzt sollte vielleicht. Jetzt hören sie wieder auf zu cappen, der Gegner. Ja, jetzt hätten sie wohl besser gecappt, ne? So, der Protetto ist hinter der Wand. Das brauchst du nicht abnehmen. Jetzt wird's interessant. Phase wird jetzt wahrscheinlich gepusht werden. Er hat gerade geschossen und hat seinen Schuss leider verkackt. Ach, der war nicht gut geaimt, muss ich kritisieren. Geht der Phase raus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sind es 8 Stück? Ja, 8. 1 gegen 8. 1 gegen. Wow, das war ein 601er-Roll. Das war lucky, ne? Dass er den 601er-Roll gemacht hat auf den Scharfutur. Damit ist der Scharfutur raus mit einem Schuss. Und damit kann er dann auch gleich den. E3 killen, der ihm zwar noch einen Schuss gegeben hat, aber okay. Ah, der Leopard lässt ihn da nochmal nachladen. Schön. Ja, und jetzt macht das Gegnerteam wohl den größten Fehler, den sie machen können. Wieder alle einzeln reinfahren. Ne? Sie sind alle One-Shot, aber nachdem sie es nicht gecappt haben, waren sie so gierig und jetzt kommt der nächste One-Shot. Er hat es natürlich sofort gesehen. Das ist natürlich. Tut weh, aber ich meine, gut, er muss die Kanonen rausnehmen. Das war schon okay. Das ist natürlich seine Kanone auch kaputt, aber er hat den schnellen Reload und nimmt in Phase. Ja, er hat noch HP und die hat er jetzt halt eingesetzt. Ist natürlich jetzt knapp, ne? Die zwei Artis können ihn jetzt locker töten, locker rausblaschen, aber er musste schnell Kanonen rausnehmen. Jetzt würde ich tatsächlich mal gerne sehen, dass du auf AP oder auf HE umlädst. Wollte schießen, bevor der Phase kommt. Ja, ist okay. In solchen Situationen musst du halt einfach so quasi das Game in die Hand nehmen. Umso länger du wartest, umso mehr können sie sich dann trotzdem um dich rum versammeln und dann pushen sie dich gemeinsam. Und da das Gegnerteam ja einzeln reingefahren ist, one by one by one, musstest du quasi diese Zeit nutzen und die wirklich schnell killen. Das hast du gut gemacht. Klar, du hast jetzt verdammt viel HP dadurch verloren, aber wenn du es nicht machst, dann hast du ein Problem. Dann sitzen die, dann flankieren die dich und dann war's das. So, Arti gefunden. Die Arti guckt völlig in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, warum du jetzt da Heat benutzt. Das ist eigentlich. Unnötig. Aber okay, macht jetzt auch nichts, solange du deine Schüsse pennst. Der Low Roll war ein bisschen unlucky auf die Arti, aber okay, das ist halt.
ist halt mal so, hättest du HE schießen können vielleicht, aber das kann natürlich dann auch wieder sein, dass du mit dem HE-Schuss nicht durchkommst. Ah, die scheint irgendwo im Feld zu sein. Die hat doch am Anfang mal auf dich geschossen. Hier täusche ich an, das Wegfahren. Ja, das Wegfahren, das Antäuschen, das war gut. Damit guckt die Art ja auch völlig in die falsche. Oh, da ist das RNG. Ja, du weißt schon, dass diese Schüssel da hinten, diese Funkschüssel, das da hat Panzerung und du hast damit Heat drauf geschossen. Und genau das ist das, was ich gesagt habe. Schieß kein Heat. Du siehst hier das, ne? Das ist ein Spaced Armor. Nur so als Tipp. Das war der Fehler. Nächstes Mal kein Heat auf Arti ballern. Also du hast so gut gespielt. Ja, und dieses Ding, jetzt hast du sogar die Arti quasi durch dein Antäuschen komplett ausgetrickst. Ja, aber dann da jetzt mit Heat drauf zu schießen, ist unlucky. Jetzt weißt du es auf jeden Fall. Wieder eine Low Roll. Ich bin auch schon mal an dem Ding gebounced. Dauert natürlich, bis die Arti sich rumgedreht hat. Mal schauen, ob es das hinkriegt. Dein Reload ist so schnell, dass du sie rauskriegst und damit 1 gegen 8 gewinnst. Ja, und trotz am Ende ein bisschen wahrscheinlich, also verständlich, da ist man auch nervös. Und da macht man dann natürlich, schaut man, dass man das Game gewinnt und überlegt sich nicht, ah, jetzt darf ich nicht mit Heat an die Stelle schießen. Ja, 1 gegen 8 zu gewinnen ist natürlich schon beeindruckend und auch sehr, sehr gut gespielt. Du musst die Reaktion zumindest haben, schnell ganz viele Kanonen rauszunehmen, weil bevor die alle auf dich drauf fahren. Ja, war gut gespielt, auf jeden Fall sehr schön. Ich zeige euch noch das Endergebnis eben für euch. Wir haben was, DPM ist alles. Einmal ein Ace natürlich. Ja, dann haben wir Kolobanovs. Naja, gut, 1 gegen 5 war es nicht, aber 1 gegen 8 noch besser. Pascucci's für die beiden Arti-Kills, eine Pools-Medaille, sieht man auch nicht so häufig. High-Kaliber und eine Top Gun für 6 Kills. Hier sehen wir, er hat fast das ganze Gegnerteam mal beschossen. Ne? Das ist boah, auch ganz schön viel. 10 verschiedene Panzer gekillt, beschossen hat er mehr. 6500 Damage, Damage ist auch relativ hoch, noch mit Spot, also 7000 combined, über 7000 combined und eben die 10 Kills. Auf jeden Fall gut gespielt. Wie gesagt, am Schluss, das mit der Heat, okay, passiert im Eifer des Gefechts, wenn man nervös ist, macht nichts. Hast es ja dann trotzdem noch gedreht oder noch geholt gegen die Artis. Dein Antäuschen gegen die Arti, letzten Endes hat es mehr gewonnen, als jetzt dieses Heat. Ja, dadurch, dass du es angetäuscht hast, hattest du quasi Zeit, deinen Fehler wieder auszubessern, ne? Das mit dem Heat. Die Arti hat so lange gebraucht, bis sie sich umgedreht hat, weil du sie eben total ausgetrickst hast mit dem Antäuschen. Das hat dann quasi deinen Fehler wieder gut gemacht, ne? Hättest du es nicht angetäuscht, hätte dich die Arti abgeämmt und ich wette, die hätte dich totgespasht. Das wäre ein richtig, richtig trauriges Ende gewesen, aber so hast du die wirklich gut ausgetrickst. Ne? Das war wirklich top. Sehr schön, gut gespielt. Ich würde sagen, ist sehenswert. Das packe ich mal auf.